Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plague Tale Innocence. So, schauen wir mal, ob wir ihm jetzt folgen können, ne? Das ist doch schon wieder Mist, ne? Können ihn ja schlecht anzünden. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja, Tote. Okay, wir müssen bestimmt den Haken. Es hat funktioniert. Ach, Menno. Man muss das auch erstmal wissen, aber warum sehen wir es auch nur von der anderen Seite? Ja. Hey. Und inwiefern hat uns das jetzt weitergeholfen? Oh, ich bin so lost. Okay, ich glaube, ich hab's. Jetzt habe ich's verstanden. Es hat funktioniert. Wir holen, schießen da den Tönnisser gleich einmal runter. Nämlich genau da, wo jetzt ist. Ups. Und dann. Warum sind die jetzt nicht auf der Leiche geblieben? Denke ich da jetzt gerade irgendwo falsch? Nicht lang genug. Na gut, es hat funktioniert. Ich glaube, wir schießen das trotzdem runter. Sollten trotzdem hinter ihm bleiben. Oder ich habe gerade echt einen Denkfehler. Dem Turm. Sind das etwa? Ja, Tote. Okay. Okay. Warum gehen die nicht auf den Tönnes drauf? Ich verstehe es nicht. Es hat funktioniert. Das ist mir gerade voll zu hoch, ne?
Ja, ist es auch wirklich zu kurz gedacht. Weil, wenn der Tintin hier vorne ist, können wir den auch umklatschen, damit die Ratten weg sind. Dann haben wir nämlich eine Fackel und dann können wir rüberlaufen. Tote. Wow, so schnell kann man doch gar nicht sein. Es hat funktioniert. Er war zu weit weg. Wollen wir den mal ärgern? Was macht er jetzt so ohne Fackel? Schnappe, tut es jemand anderes. Hey. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Der muss eigentlich. Soweit es geht. Lukas, komm her da. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. Er muss so weit wie möglich in die Ecke da gehen. Und dann muss er da sterben. Und dann müssen wir uns ganz schnell eine Fackel holen. Wo kam das Geräusch her? Da drüben? Da drüben geht er. Warum? Na gut, es hat funktioniert. Gott. Aua. Oh nein. Ich bin so lost. Einfach lost, dein Urgroßvater. Ich hab's gerade rausgefunden. Da steht eine Fackel, ne? Hab mir mal sagen lassen, Fackeln lassen sich anzünden. Oh Gott. Naja, gut. Holen wir erstmal die da runter. Ups. Zack. Ja. Warum auch zu. Okay, das war zu früh, aber.
Der reicht nicht lang genug. Gut. Schön, dass ich so, ja, jetzt fast anderthalb Folge verballert habe dafür. Aber gut. Ich sag's euch, Leute, zu viel Milch ist ungesund. Milch ist Gift. No? Sag ich euch, wie es ist. Ach ja. So. Ich helfe dir hoch. Weiter geht's. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Ja, gut, ne? Armer Hugo. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Cayenne gehört uns! Diese Schnalzen. Wir sind hier lang, Eindringlinge! Dürrfriede, schnapp sie! Amicia, antwortet! Das war so dumm von mir gerade wieder. Glaube ich, die losteste Folge, die wir hatten bisher. Haben wir alles, um das herzustellen? Nein. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch... War das eine Peitsche? Was war das? Hey, Leute, ich hab jemanden gefunden! Oh, bitte, nein! Nicht so schnell, kleines Balk! Oh nein! Nein! Okay. Nochmal. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Cayenne gehört uns! Das war ein Geräusch, oder? Ich denke schon. Hier lang, Eindringlinge! Okay. Ich würde sagen, darauf jetzt erstmal ein Käffchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mit mehr Konzentration. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.